Hey, 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 Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV The Realm Reborn. Wir befinden uns immer noch in Ulda und sind eigentlich drauf und dran und eigentlich voll mittendrin in diesem lustigen Event, was jetzt gerade Ende Oktober 2013 stattfindet. Das Allerschutzheiligen oder das Fest der Allerschutzheiligen. Und wir sind schon ein bisschen weitergekommen, also wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Quests jetzt abgeschlossen, aber Impresario hat immer noch was für uns zu tun. Da fragen wir ihn mal, was los ist. Ich muss schon sagen, bei so wichtigen Aufgaben wie Süßigkeiten sammeln und Laternen anzünden, macht dir so schnell keiner was vor. Kabunke. Das wird mir jetzt schon fast zu unheimlich. Du bist unheimlich gut. Ich weiß gar nicht, was ich dir als nächstes auf Hals anbieten kann. Ja, genau. Ich habe noch eine Laterne für dich. Es gibt bestimmt noch irgendwann eine düstere Stelle, in der du sie anbringen und anzünden kannst. Was? Den kleinen Krank hast du schon mal gemacht? Na und? Ich habe dir eine so tolle Verkleidung geschickt und mit der kann man die Stadt gar nicht genug unsicher machen. Denk doch an die armen Kinder, die wollen auch was geboten bekommen. Du machst mit? Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Nur keine Eile. Zuerst brauchst du natürlich Feier. Der windige Gaukler kann dir damit bestimmt wieder helfen. Tolle Nacht übrigens, findest du nicht auch? Darüber vergisst man sogar fast die Monsterjagd. Ja. Was ist eigentlich das hier? Zirkusbedarf? Eine Verkäuferin? Ach, sieh mal eine an. Toll. Wir können hier so Sachen kaufen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Eine Kopfbekleidung. Ja, der Kopf ist natürlich von allem eins. Vor allem, wenn es nur 47 Gear kostet. Super, cool. Gut, dass wir das noch gesehen haben. So, jetzt nochmal der windige Gaukler. Das gibt's doch nicht. Du hast noch eine Laterne. Ich war mir sicher, dass wir bereits alle verteilt hatten. Naja, was soll's. Hier ist ein paar Bomben am Daumen. Pass auf, dann brenne ich dich, du blöde Kuh. Was? Nein, hat er nicht gesagt. Verkleidet die Kürbislaterne am... Okay, Talkreuzgang. Und diesmal sind wir an der Minenarbeitergilde. Beziehungsweise in der Onyxgasse, wie auch immer, irgendwo da, oder Webergilde. Eigentlich Webergilde, ist eigentlich egal. Das ist ja eigentlich auch egal. Wir haben tollen Kopfschmuck, Kopfschmuck. So, ein bitterer Schnee kann noch auf uns warten. Wir sollen erstmal hier wieder irgendwo... Ach, da oben ist es. Ich sehe es doch schon. Wir sollen wieder die Laternen anbringen. Und nicht Laternen anbringen, die... Obwohl, doch, die Laternen anbringen. Genau so ist es ja. Kürbisse erstmal hier. Fummel, fummel, fummel. Sieht super aus im Kostüm. Hui! So, da steht sie. Und die machen wir natürlich auch noch an. Ach, weil den guten Impresario nichts Besseres eingefallen ist. Es ist ja nicht so, als hätten wir das schon gemacht. Ah, das schöne Licht. Was zum Henker? Was geht hier ab? Dankeschön, das ist schon viel besser. Als lang möchte ich deinen kleinen Denkanstoß geben. Hör genau zu. Weißt du eigentlich, woher die ganzen Gaukler auf einmal gekommen sind, die mir so ähnlich sehen? Genau, die mit den Kürbisköpfen, die Fahrenheit hieß. Denk lieber mal hart darüber nach, bevor du einfach gedankenlos an ihrer Pfeife tanzt. Wenn du nicht alleine drauf kommst, frag doch mal die Sprachen der Stadt. Wenn du genug nachforschst, wirst du die Sprache verschlagen. Das kann ich dir versprechen. Ah, was hast du für einen Kopf? Ja, das heißt, es war vielleicht keine so gute Idee, den Leuten einfach blind zu gehorchen und alles zu tun, was sie wollen. Das geht mir jetzt zu bedenken. Was meint denn der Kürbis? Ich meine, wer können die denn schon sein? Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich meine, das sind irgendwelche Köpfe. Vielleicht sind das selber irgendwelche Monster und die sollen eigentlich gar nicht in die Stadt. Oder, ich weiß auch nicht. Ich bin völlig überfordert. Vielleicht sind es ja auch irgendwie... Was kann es denn sein? Ich meine... Also, das sind auf jeden Fall Kürbisköpfe und irgendwie so kleine Imps. Aber Imps sind ja eigentlich Monster, die in der Stadt an sich nichts zu suchen haben. Ja, wir reden mal mit Ambrick, mal sehen, was er dazu sagt. Mit dem Wachen der Stadt sollst du sprechen? Die Religion der Unsterblichen bewacht Ulda. Ja, das ist zweifellos richtig. Was willst du wissen? Woher die Fahrenheit-Tinis kommen? Diese lustigen Gaukler, die in der ganzen Stadt so beliebt sind?
Interessante Frage, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Die Legion der Unsterblichen hat mit dem Allerschutzheiligenfest nichts zu tun. Soweit ich weiß, hat Sultan Nananamo den Paaren Haitinis ihren Segen gegeben. Alles weitere läuft über Raragun von der Palastwache. Wir von der Legion mischen uns da gar nicht ein, solange nichts passiert. Gut, dann müssen wir wohl mit Raragun sprechen. Und zwar, okay. Bei der Gladiatorengilde. So. Ja, wir rennen richtig. Okay, ja, aber wenn die Nanamo doch gesagt hat, dass das voll klar geht, warum ist das jetzt dann so ein Thema? Irgendwie bin ich verwirrt. Naja, vielleicht ist da irgendwas ganz Gefährliches dran und dieser Kürbis wollte uns einfach nur warnen. Und ich habe vergessen, wo wir hin müssen. Wo müssen wir hin? Nicht Baderon, Raragun. Gladiatoren. Los hier. Okay, die Gladiatorengilde ist irgendwie nicht einzeln hier. Was ist denn das dann sonst für ein Punkt? Ebene der Redner. Nein, Kolosseum, nein. Minenarbeiter, nein. Alchemistenweber. Ist das die Kammer? Nein. Na gut, dann gehen wir halt hier hin. Ich bin gerade überfordert, welcher Punkt das hier sein soll. Naja. Entschuldigung. Moment, ist es hier der und... Ach, ist ja auch egal. Wir sind ja schon eh fast da. Wir sind ja schon bein... Oh, wir rennen hoch. Das sollen wir doch nicht. Das sollen wir doch nicht. Das ist ja völlig abstruser Quatsch. Oh yeah. So, den haben wir? Ach, das Kolosseum ist das. Okay, ja gut, dann wissen wir es jetzt. So, Raragun, bist du hier drin? Raragun! Nee, der ist irgendwie... Wo ist denn der? Hier? Raragun! Ach, du bist das! Ah, hey, hi, was geht? Also... Wie bitte? Sultan Nananamo soll den Auftritt der Gauklertruppe abgesegnet haben? Davon weiß ich nicht das Geringste. Und wie die Legion der Unsterblichen darauf kommt, dass ich den Ablauf der Festivitäten leite, kann ich mir auch nicht erklären. Oh nein, die haben die bestimmt jetzt voll in der Nase herumgeführt. So von wegen, ja, nee, die Nanamo weiß Bescheid. Und der haben sie erzählt, ja, nee, der weiß Bescheid. Und am Ende sind die voll illegal in der Stadt. Wir haben dem Schwarzmarkt geholfen. Boah, und wir dachten, wir tun was Gutes. Naja. Das Einzige, was ich über diese Angelegenheit weiß, habe ich von Momodi erfahren. Ihrem Bericht zufolge haben die Abenteurer Gelig auf der Truppe eingeladen. Den Bericht habe ich nach oben weitergeleitet und damit war die Sache für mich erledigt. Ja, jetzt müssen wir zu Momodi vermutlich. Ja, genau, richtig, zu Momodi. Ja, wenn die jetzt am Ende nichts weiß, dann bin ich wirklich verwirrt. So, zur Abenteurergilde. Ja, zum Glück haben wir diese ganz... Oh. Da bin ich auf die Windows-Taste gekommen, aber das habt ihr eh nicht gesehen. Wo war ich jetzt? Ja, also wenn jetzt Momodi auch nichts weiß, dann bin ich völlig verwirrt. Aber ich meine... naja. Ah ja, genau. Was ich eigentlich sagen wollte, war, zum Glück haben wir diese ganzen Stadt-Eteriten und so, da kommen wir super schnell hier in der Stadt voran. Momodi! Hilf mir, altes Haus! Ich soll von Raragun von der Palastwache einen Bericht zukommen lassen haben? Wie kommt ihr denn auf sowas? Ich habe lediglich von Amrik gehört, dass die Legion der Unsterblichen die Schirmherrschaft über das diesjährige Fest innehat. Die Sache kommt mir äußerst komisch vor. Alle haben verschiedene Dinge gehört und niemand scheint die Zügel in der Hand zu haben. Das grenzt ja schon fast an Hexerei. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mysteriöser wird das Ganze. Wir sollten den Impresario der Truppe mal ins Ver... Achso, den Impresario der Truppe mal ins Kreuzverhör nehmen. Und zwar so schnell wie möglich. Hör zu, das ist der Plan. Nimm die sauren Funkenregen und jag dem Impresario damit einen Schrecken ein, der er sich gewaschen hat. Er wird so laut knallen, dass er vielleicht vor Schreck sein wahres Gesicht zeigt. Du wirst schon sehen, was ich damit meine. Ah, oh, warte mal. Imps sind doch dafür bekannt, oder? Imps? Also zumindest ganz oft ist das in den Freibriefen so, das kann ich euch jetzt erzählen, weil wir haben das noch nicht gemacht. Aber ganz oft in den Freibriefen, vertuschen sich die, Imps, oder sie verkleiden sich, oder sie halten sich als irgendwer anders versteckt. Das heißt, vielleicht sind das einfach alles nur Imps. Also, das ja eh, aber der vielleicht auch. Und der tut einfach nur so. Und die hier bestimmt auch. Guck mal, die macht uns einen netten Kussmund, aber in Wahrheit ist sie ein Imp. Du bist ein Imp. Ich wette, du bist ein Imp. Kannst du noch so niedlich gucken, wie du willst.
Ja, du bist ein Imp. Das weiß ich ganz genau. Ich hab die Sache durchschaut. Ja, da guckst du jetzt, ne? Naja. Gut, da drehen wir mal, beziehungsweise jagen wir mal einen Schrecken ein. So, und zwar... Sauer Regen! Hua! Buh! Sozusagen. Ah, was zum Dein? Ich verwandle mich zurück! Ah. Du bist mal ein bisschen zu sehr in Feierstimmung geraten, was? Na, was soll's, was ist eh? Wir sind keine Gaukler, wir sind echte Monster! Niemand trägt eine Verkleidung aus euch begriffsstutzigen Abteurern! Ihr Dummköpfe! Ich sag's doch! Haha! Ruhig Blut! Du bist nicht der einzige Einfallspinsel! Die ganze Stadt ist uns auf den Kürbis lang gegangen! Was liebe ich damals als aller Schutzheiligen Fest? Die Straßen waren wie leergefegt und die Leute hatten zu Hause bebannt, während ihre lieben Schutzheiligen sich die Bauchbeine schlugen. Da konnte man sich mal so richtig austoben. Ihr ach so heldenhaften Abenteurer müsst ja immer die edlen Retter spielen. Da schreckt man mal einen müden Müller auf dem Halbweg und zack, schon hat man einen Trupp Zauberbuch und Schwert schwingender Helden hinter sich herrennen. So macht das doch keinen Spaß. Also habe ich mir eine neue Strategie ausgedacht. Hinein in die Stadt, den Mummenschanz mitspielen und die Abenteurer mit lästigen Schnitzeljagden beschäftigen. Und das alles tut ihr für nicht mehr als ein paar Bonbons und Kekse. Es ist so schief, Lachen. Bitte helft mir. Mein Schuh drückt. Ein Rentner holt mir einen neuen. Ich gebe euch auch einen Beutel Luft, edler Held. Also, Abenteurer, gib mich damit zufrieden, dass du die Wahrheit kennst und lass uns unseren Spaß. Wow, der ist ja völlig Banane, der Typ. Und wie gehen wir noch auf? Wie? Echt jetzt? Ja, komm, läuft. Mach halt so ein bisschen Party hier. Du bist ja mehr der Abenteurerin. Ich wusste ja, dass meine Kekse lecker sind. Aber dass du mir so zahm aus der Hand fressen würdest, hätte ich nicht gedacht. Huh, ist anstrengend. Ja. Ich verstehe dich schon. Es geht ja ums Fest. Wir bringen es ohne schlimme Streiche zu Ende und dann siehst du uns nie wieder. Versprochen. Imp-Ehrenwort. Was ist denn ein Imp-Ehrenwort bitte wert? Und was war dieser Kürbis? Da. Auf jeden Fall ist er weg. Wir sagen ihm noch was? Hm? Das Monster in der Laterne? Das gehört nicht zu uns. Du meinst doch nicht etwa den großen Kürbis aus den Sagen. Was? Das war der? Oh mein Gott, wir haben von dir die Legende gesehen und haben es nicht gereiht. Was? Du hast dich sprechen gehört? Den gibt es doch nicht wirklich. Oder vielleicht doch? Gut, das gibt uns zu denken. Wer weiß, schließlich haben wir aller Schutzheiligen das alles möglich. Du hältst dich wahrscheinlich für eine furchtlose Abenteurerin, aber nimm dich vor sprechenden Kürbissen in Acht. Oder wir haben einfach zu viel getrunken. Ich glaube, das ist es. Ich meine, sprechende Kürbisse, ich bitte euch. Ich weiß, wovon ich rede. Sprechende Melonen, das ist eine andere Sache. Aber sprechende Kürbisse, ich hab dich gewarnt. Warum sind sprechende Melonen so viel besser? Ach, egal. Meine lieben Kürbiskinder, ich ahne, dass wir auf diesem Fest noch viel Spaß haben werden. The fuck, Alter, was war das denn jetzt? Ist das weird geendet? Was das jetzt? War das jetzt die Endmission? Ja, tatsächlich. Circus Continental. Wir haben das Event geschafft. Und meine Fresse, war das eigenartig. Um mal meinen Senf dazu zu geben. Abgesehen davon, dass mir die Stimmenbänder jetzt wehtun, aber hey. So, und ich würde jetzt nochmal gerne sehen, was denn jetzt dieser Unterschied zwischen den verschiedenen Geisterdingern hier ist. Also wir haben einmal den hier und wir haben einmal... Wow, den super grimmig reinschauenden Poltergeist. Ja, das sieht doch gut aus. Kann man mal so machen. Ich finde, so kann man gerne zu Fates gehen. Das macht einen super Eindruck. Vor allem am besten irgendwie so zu Weihnachten oder sowas. Naja, wir wechseln mal wieder kurz zurück zu The Shit. Denn ich möchte mir was anderes angucken. Wir haben ja eh keinen Kopf. Also keine Mütze gerade oder so. Nehmen wir hier mal den Kürbis. Ah, wir müssen natürlich anschalten. Ach, wie geil. Da wäre echt so ein Kürbiskopf. Und hier sogar mit Stiel oder sowas. Also unser Hals ist auch bedeckt. Ach, das ist ja klasse. Was steht uns denn besser? Gelb? Grün? Vielleicht doch weiß? Oh, ich finde weiß schick. Ja, ich finde, wir können einfach mal mit einem weißen Kürbis durch die Gegend laufen. Ich meine,
Wir haben eh gerade keine bessere Mütze, soweit ich weiß. Haben wir irgendwas? Nee, ne? Das ist alles alter Shit. Also klar, wir könnten jetzt das hier anziehen, aber... Pff. Nee, wir nehmen erst einen Kürbis. Wenn schon, denn schon. Kürbis-Time. Das Shit. Das Shit ist mit dem Kürbis einfach komplett, muss man ja sagen. Ja gut, dann haben wir jetzt offiziell das Event aller Schutzheiligenfest beendet. Mein Fazit ist zwar eine sehr bekloppte Story, aber war ganz lustig, war ganz süß. Und irgendwie ist das ja schon wahr, was der Imp gesagt hat, ne? Also, und renne ich überhaupt? Völliger Quatsch. Abenteurer machen ja wirklich nichts anderes, als von A nach B zu rennen. Nun ja. Aber schaut mal, da war meine Vermutung ja gar nicht mal so falsch vorhin. Oh, wir rennen schon wieder falsch. Ne, so mit den Monstern und so, da hatte ich gar nicht mal so Unrecht. Haha. Aber gut. War jetzt vielleicht auch nicht so schwierig, ne? Da, 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 da. Dann rennen wir nach Limsa. Limsa, Lominsa. Und zwar zum Luftschiff, denn wir haben ja, wenn ihr euch erinnert, die Mission hier mit Baderon. Den sollen wir ja jetzt finden und mit ihm reden. Denn er scheint ja was auf dem Herzen zu haben. Der gute alte Baderon, den kenne ich natürlich. Ich habe ja in Limsa angefangen mit dem Spiel. Baderon ist ein super dufte Typ. Kann man gerne so machen. So. Luftschalter. Wir wollen nach Limsa. Und das kostet 120 Gil. Ja, ist schon... Warte mal, 120? Das war schon immer teurer. Ich glaube, das haben die gepatcht. Ich glaube, das hat noch vor wenigen Tagen, beziehungsweise vor dem Patch, hat das noch 200 gekostet. Oh, interessant. Die senken die Preise. Nicht, dass ich schlecht finden würde. Finde ich gerade nur echt interessant. Naja, gut. Und die Musik spielt weiter. Musik allerhand. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt noch schaffen, da die Mission anzufangen, weil ich kann diese Zwischensequenz immer so schlecht einschätzen. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 10 schon. Uiuiui. Naja. Da, da, da. Ah, und hier ist schön ruhig. Schöne, ruhige Musik von Limsa Lominsa. Wie gesagt, meine Fave-Stadt eigentlich. Dieser Kürbiskopf ist so geil. Ach ja. Ja, es ist schon ein ganz süßes Fest geworden. Also, nicht besonders viele Quests, aber das finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Dafür, dass es auch nur 2 Wochen geht. Das ist für uns ja perfekt. Ach, hier geht die Musik wieder weiter. Alles klar. So, hier ist die ertränkte Sorge direkt. Da ist auch der Baderon. Tada. Ja, also... Ja, aber ich fand das echt cool, muss ich ja schon sagen. So, hier ist Baderon mit Smax Kelloggs. Ja, den reden wir, würde ich mal sagen, das nächste Mal an. Wir machen erstmal für heute Schluss. Und zwar erkläre ich euch dann mal direkt, was ich euch eigentlich ursprünglich erzählen wollte. Setzen wir uns hier mal erstmal an den Tisch hier zu den fremden Leuten. Na, so muss das. Also, was ich euch kurz sagen wollte war, ich werde jetzt leider für die nächsten, ich weiß es nicht ganz genau, ich denke mal 2 Wochen oder sowas, leider, eine kurze Zwangspause machen müssen, denn ich bekomme hier bei mir zu Hause Besuch, der sich etwas länger ziehen wird, und das ist die gute Mutti, und und das wird dann halt ein bisschen schwierig werden mit Let's Plays, und wie einige von euch wissen, studiere ich ja noch nebenbei, könnte also ein bisschen schwieriger werden, und deswegen gebt mir einfach mal vielleicht diese 2 Wochen Pause. Ich hoffe, das macht euch nicht so viel aus. Ich werde dann definitiv wiederkommen. Ansonsten, ich werde in diesem Video Kommentare hinterlassen und euch auf den Laufenden halten, wann ich vermutlich das nächste Video online stellen werde. Also, ich bin noch nicht weg vom Fenster. Wir machen an dieser Stelle genau weiter mit Final Fantasy 14. Und bevor jemand fragt, Assassin's Creed 4 Black Flag, kommt der jetzt demnächst bald raus jetzt? Nächste Woche? Irgendwie so. Sehr bald auf jeden Fall. Ich werde es noch nicht Let's Playen, da ich es mir für die PlayStation 4 vorbestellt habe und das wird deswegen noch einen Monat dauern. Also, wenn ihr es unbedingt bei mir gucken wollt, das wird noch einen Monat dauern. Ansonsten Final Fantasy 14 in etwa 2 Wochen. Und bis dahin verabschiede ich mich mal in die Zwangsferien, sage ich mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne animalesfreie Zeit. Genießt es, solange ich euch nicht auf den Sack gehe mit meinen Videos. Und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zugucken und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch heute mit dieser lustigen Kürbisfolge. Meine Stimmbänder hassen mich auf jeden Fall jetzt nach dieser tollen Impfvorlage.
Naja, gut, also wir sehen uns dann hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis bald, sage ich einfach mal. Ne? Also, Tschüssikowski, Leute, bis dann. Sagt auch Irina mit Kürbiskopf, ne? Ah, nein, wir sind aufgestanden. Wir müssen sitzen bleiben. Sitzen bleiben. So, alles gut. Perfekt. Jetzt bleibst du, okay? Gut. Bis dann, Leute. Tschüssi.